Im ersten Schritt messen wir erstmal die Wandflächen aus und planen das Verlegemuster. In diesem Fall möchte der Kunde gerne im Halbverband verlegen, also in jeder neuen Reihe immer um die Hälfte versetzt. Den Kleber müssen wir gleichmäßig mit einem feinen Zahnspachtel auftragen, so weit, wie wir kleben wollen. Dann ist das Verlegen einfacher. Wir orientieren uns genau an der Markierung und nehmen hier als Abstandhalter einfache Fliesenkreuze. So geht es jetzt an der ersten Wand Reihe für Reihe von unten nach oben. Wichtig ist, im Anschluss die Fugen zu reinigen und danach das Anwalzen nicht vergessen, solange der Kleber noch frisch ist. Nachdem wir das Fugenbild auf die angrenzende Wand übertragen haben, können wir nach demselben Muster dann auch Reihe für Reihe Vinyl an die Wand kleben. Da der Boden ja auch Vinyl erhalten soll, müssen Ablaufrinne und Abschlussschienen vorher montiert sein. Dabei ist es jetzt ganz wichtig, die Verlegeanleitung jeweils zu beachten und die Übergänge fließend anzuspachteln. Deshalb muss die Vinylverlegung auf dem Boden auch etwas warten, bis die Flächen trocken sind. Auf dem Boden gehen wir genau wie an der Wand vor. Wir schneiden die Vinylplanken erst zu und dann tragen wir den Kleber auf. Die Planken legen wir in den Kleber ein und walzen dann die gesamte Fläche ab, damit der Kleber sich vollflächig vernetzt. Sobald der Kleber abgebunden hat, kann dann der nächste Schritt folgen, nämlich das Vinyl verfugen. Dazu können Sie auch unser nächstes Video schauen. Schauen Sie auch unsere anderen Videos zum Thema Vinyl in der Dusche verkleben. Hier ging es jetzt speziell um das Thema Kleben an sich, aber wir zeigen auch nachher noch, wie es verfugt wird, wie Sie Vinylboden versiegeln können. Schauen Sie diese anderen Videos dazu und abonnieren Sie unseren Kanal, wenn es Ihnen gefallen hat. Thank you.